Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Witcher 3. So, wir sind aktuell dabei, eine Nebenmission zu machen, einen Auftrag zu erfüllen, weil wir ein bisschen Geld brauchen und dabei sind wir hier diesen Auftrag hier, Hannah aus den Wäldern. Und wir müssen mit den Dorfältesten in Mittelhain sprechen. Schauen wir mal, wo das ist. Da können wir uns hinporten, würde ich sagen. Einmal Schnellreise bitte. Wir machen jetzt noch eine Nebenmission, habe ich mir gedacht, und dann könnten wir wieder die Hauptmission weitermachen. Oder mal gucken, was sich danach ergibt. Gibt ja leider genug Dinge, die uns hier aufhalten. So, wo ist der Dorfälteste? Ja, wenn er hier durchkommt, hier. Sei gegrüßt. Was willst du? Die Bekanntmachung wegen Hannah aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hannah aus den Wäldern dir? Erstmal geht's um die Belohnung natürlich. Sprechen wir über die Belohnung. Genau. Ja, also wie viel verlangst du? Mindestens mal, wir probieren's mal wie vorhin mit 270. Meinetwegen, na ja. Wie du willst. Genau, dafür mache ich das doch glatt. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hannah aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon drei Ehemänner überlebt. Hannah aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Du bist also dieser okay. Weiße. Dann tun wir mal die Damen hier befragen. Agneta, gute Agneta. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hannah aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Oh, das ist doch bestimmt wieder so eine Dämmerungserscheinung oder so. Wir haben doch schon Mittagserscheinungen gehabt, das ist wahrscheinlich dann eine Dämmerungserscheinung oder... Halt! Wir können eigentlich unsere Waffen hier verbessern. Und wir könnten mit dem Schmied mal hier reden. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Hat er irgendwas Interessantes? Nö. Haben wir irgendwas zu kaufen von meinem Kram hier? So viel Zeug mit mir rumschleppen. Kann man hier irgendwas herstellen? Breitkopfpfeile, Präzisionsbolzen. Pferdenleserhandschuhe können wir herstellen. Assassinenhandschuhe, Pferdenleserhandschuhe. Oh ne, wir warten einfach noch. Einfach mal ab. Aber ich würde sagen, wir warten, bis wir noch ein Level aufgestiegen sind. Axtkämpferhose. Okay.
digitales Kompass an. Wow, was ich teilweise schon herstellen kann, ne? Die Stufe des Handwerks ist zu niedrig. Geselle. Okay, dann. Nein, lass mich einen Blick auf deine Ware werfen. Ich will nicht. Leb wohl. Bis dann. So. Auf zum Feld. Die Wettermacher haben uns Regen gebracht. Wo ist was? Fußabdrücke. Hier ist eine Frau entlang gekommen. Barfuß. Hier ist eine Frau entlang gekommen. Barfuß. Ein Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Sie hingerannt. Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Okay, da kann es ja schon mal kein Monster sein. Aber ich glaube kaum, dass ein Monster... Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief? Ein Brief. Also, Brief aus dem Grab. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich weiß, dass du keine Angst vor Borkales hast, aber ich fürchte ihn. Er sagt, dass er mich liebt, doch das ist keine Liebe wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigende Sorte. Ui, wird uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen. Leg deine Antwort an den üblichen Ort, deine Zula. Okay. Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Eine Nachterscheinung. Ach, ein Fragezeichen. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Immer die Bogenschützen ausschalten. Was ist los? Wo ist der Bogenschütze? Da ist der Bogenschütze. Einsatz, Leute! Einsatz! Der Arsch gehört mir! Was ist los? So. Das ist auch irgendwie schon mal eine Herausforderung. Ich meine, die waren schon mal mehr eine Herausforderung, als es jetzt sind. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt, diese ganzen Schwerter hier bei mir zu nehmen. Ist noch was in der Nähe? So ein Fragezeichen vielleicht noch in der Nähe? Nee. Könnten wir mal ganz kurz darüber gucken. Ey, wir machen noch ein Fragezeichen mit. Es ist immer noch ein... Ey, es ist so verleitend.
Immer möchte man ein Fragezeichen nur mitmachen. Dieses eine Fragezeichen. Wow. Das ist aber etwas größer. Reihe bilden. Gute Nacht. Autsch. Ich schlitz dich auf ihn, Schwein! Oh, gibt's immer noch Bogenschützen? Oh. Hast du immer noch einer? Autsch. Ach, das ist so ein Ort, wo die zurückkehren. Aha. Aber das war doch kein Dorf, oder? Wenn du ein Problem hast, hol Geralt von Riva. Das hat gerade noch gefehlt. Boah, so viel zum Looten. Willst du reden? Ich nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Hunger. Jetzt ist das Haus bestimmt wieder voller Füchse. Was ist mein Umgang? Hier gibt es doch bestimmt noch irgendeine Kiste, oder? Die wir looten können. Oh, es nieselt. Nee, das ist alles bloß Kleinkram. Jetzt wachsen Pilze. Für eine Suppe Kinder, reichen. Kinder, kommt rein! Das ist ja doof. Ich bin gleich schon wieder voll, ey. Weiß gar nicht, ob er überhaupt alles looten soll. Das ist ja viel zu viel, was da zu looten gesagt, ist. Ihr soll das Dach fliegen. Sonst ist es ja alles nur so klein. Das sind ja keine. Ist das mal vielleicht? Ich habe gedacht, hier ist irgendeine Kiste oder so. Da ist eine. Okay. Müssen ja platzen. Hier, Kräuterhändler. Hast du was Interessantes? Den können wir unseren ganzen Graben hier nicht verkaufen, ey. Den können wir gar nichts verkaufen. Schneesturm, okay. Okay. Hilft uns auch nichts. Wenn ein einzelner Treffer mehr als ein Drittel der Vitalität kostet. Was sind das überhaupt? Kann ich das kaufen und dann wird es eingelöst oder wie ist das? Ey, wir kommen nicht voran, Leute. Wir kommen überhaupt nicht voran. Könnt erst mal rüsten. Wir
komme überhaupt nicht voran, so wie ich vorankommen will. Alles hält einen irgendwie auf, ey. Schlimm. Immer an allen Ecken und Enden ist ein Auftrag und eine Quest und hier eine Quest und dort nicht eine so schnell, Quest. Plätze. Und hier ein Fragezeichen. Gibst du mal Gas? War schon irgendwas wieder links? Boah, mit dem Reden. Sorry Leute, wir müssen wieder unser Gelump verkaufen, mein ganzes Ding. Ich werde jetzt mal gucken, ob sich das überhaupt lohnt, diese ganzen Schwerter da mitzunehmen überhaupt. Die bringen 11 Kronen. Oh, das ist sogar besser als meins. Oh, die sind auch besser als meine. Das brauchen wir noch. Level 12. Schnodder kann man nicht verkaufen. Bin ich nur damit beschäftigt, mein Inventar zu sortieren. Ah, oh, Mann, ey. Oh, selbst die Götter weinen wegen unseres Unglücks. Wenn unsere guten Helfer in... Sei gegrüßt. Was willst du? Sula und Bokkai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden, einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokkai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Sula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokkai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Sula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Oh. Die war so ein gutes Mädchen. Und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht. Aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Sula, gütige Götter. Ist also dieser Weiße... Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Schneller! Okay. Also wir können sie schon mal nicht töten. Nur schlecht. Komm jetzt. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Ui. Ganz hübsch. Halt, falsches Zeichen. Was war das? Magische Falle. Muss da bleiben, komm her. Nein.
Wow. Und ich hab ein Schwert mehr gezogen. Halt, warte. Irgendwas passt mit meiner Tastaturbelegung nicht. Warum kann ich hier nichts essen? Wie blöd hat... Jetzt. Wow. Das ist ja aufgeteilt. Wo ist die letzte? Da hinten. Na komm. Wo bist du? Ich brauche ein Zeichen. Ah, oh, nicht verschwinden, du doofes Zeichen. Irgendwie irgendeine Retilien, kann ich sagen. Okay, das wird echt extrem langer Kampf, schätze ich mal. Also, komm in die Mitte. Ah, oh, jetzt verschwindet mein Kreis. Ich krieg's nicht. Okay. Oh, jetzt verschwindet gerade mein Zeichen. Den Schaden macht es ja nicht, aber das ist sehr nervig. Oh, ich will aufpassen, keinen Fehler machen. Keinen Fehler machen. Oh. Ich
Nein, nein, ist das ärgerlich, ey. Oh Mann, ey. Kurz bevor sie stirbt, sterbe ich, ey. Boah, das kann ein langer Kampf werden, ey. Ich glaube, dafür bräuchte ich ein Öl oder so. Das ist echt ärgerlich. Oh, es nieselt. Okay. Ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Blugraum.